Da, das sind die nächsten Sieger bzw. die nächsten Starter, die sich vorbereiten. Mit einem Testbull oder ja, Testbull. Ghostbuster mit einem Testbull 92 Meter 19, so entscheidet der DJ Data aus den USA dabei, der Rock Ponson. Die deutschen Mini-Puller haben in den Kampf reingesagt, Hot Chili und Cat Weasel. Den Antrieb auf der Hinterachsel und der Lambada aus Sicherheitsgründen den Pool bei 61,30 Meter abgebrochen hat. Crazy Horse mit extrem hoher Drehzahl bis zur 40 Meter Marke und dann kommt er zum Stehen. Motor, 27 Liter Umbau, stehen noch einmal bereit dort hinten für ihre Bull. Ghostbuster 3 Pilot, 94 Meter 30, führen in die Wertung. Für die Ghostbusters. Damit noch keine Pull-off-Teilnahme. Der kleine Rolls-Royce angetriebene Fortschritt sitzt scheinbar ebenfalls fest. Und wir hoffen, das ist alles heil geblieben am Ghostbuster. Okay, alles heil geblieben, die Achse dreht, das heißt, wir werden ihn noch einmal wiedersehen, vielleicht mit einem Land. Und wir heute lang ist ebenfalls unterwegs in Richtung Polenpol.
hier in Riedeweg, nachdem die Lambada-Jungs zu das haben, der Wagen-Rennfahrer zu sehen. Ein V8-Motor aus den USA mit 8000 Umdrehungen, mit einem mächtigen Turbolader vorne drauf. 2500 PS, Liter Null-Treibstoff, ca. 220 km/h schnell sollen die Hinterräder drehen. Das ist das Gefährt, womit die Ghostbuster-Leute die europäische Elite angreifen wollen im nächsten Jahr, wo sie den Holländern das Schönste lernen wollen. Und sie sind noch in der Testphase. Sie sind jetzt das zweite Mal vor den Bremswagen zu sehen mit diesem Gefährt. Eugen Schwarz und Matthias Schwarz, die beiden Piloten vom Ghostbuster. Und was kann er jetzt hier leisten? Kann er den nächsten Fullpool hervorzaubern bei seinem zweiten Start vor dem Bremswagen? Tagesziel.
Der Ghostbuster noch einmal zum Testen. Und mein Kopf fühlt gleich noch. Da werde ich Sprengstoff gefahren. Hat das Träger 7,5 PS. Okay, aber das dürfen wir uns nicht als Gründe nicht. Ihr habt jetzt den Turbolader aufgesetzt. Und ihr versprecht euch, auch unten aufzumischen, oder? Jawohl, wir streben an so die 3000 PS mit dem Turbo. Es gibt ja das gleiche noch gar keine Daten, wir sollen einen Tor mit einer elektronischen Einstiegsanlage, wie wir das haben im Turbo. Das ist einmalig in Europa und selbst seit Amerika. Und es müssen wir die Daten sammeln, indem man dann nachjustieren, wie es passt. Ja. Wir haben jetzt noch mal Probleme am Start, das haben wir heute wieder gesehen. Ich muss wieder 4000 Drehungen kommen, damit der Tor werden leicht und schwierig. Und das Problem habe ich noch, aber das könnte ich nicht mehr lösen, wenn ich eine andere Zukunft eingebaut. Zu der ich einen Fuß dagegen drücken kann und die Drehkarte hochfahren kann. Okay, die Ghostbusters, Eugen, Helmut, Matthias und Stefan, habt ihr einen Sonderapplaus für das Ghostbuster-Team? Er hat vorgelegt, der Kapitel. Und wir schauen einmal, wo der Rockwurzel am Ende landet. Aus den USA, noch einmal, wieder niedrig, über 2500 PS. 950 Kilo leicht. Eine gemeine Vorachtpower im Pull-off in dieser Klasse. Kann er die Weite vom Captain Diesel toppen? Kann er über die 70 Meter Marke gehen? Lassen Sie sich feiern, kommt beide rauf, wie bei Gangsters.
Vizemeister in der Mittelklasse. Das macht mir besonders viel Spaß. Vor 4 Jahren die deutsche Meisterschaft für das Kettwiesel-Team von Rudolf Hunger. Ja, wer los? Kommt doch einmal mit auf. Ja, du darfst dich bei den Frauen entstellen, auf die Seite. Ja, das schöne Heidelberg zu den schönen Frauen. Auf geht's, Ehrenrunde, Herr Mauer. In Edelberg wird gefeiert. Der DJ hat die passende Musik. Die Bildfahrer lassen sich noch einmal feiern. Ein schönes Foto. Ein schönes Foto. Edelberg, wo sind die Hände? Wer tut vor, aus sind der Hände in den Rundkurs aus den USA? Das ist ja in der 59-Kilo-Klasse.